Klick, 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 weiter, klick. Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Spyro. Ja, wir sind dabei, alle Talismane zu sammeln, um weiterzukommen. Wir haben, was haben wir als letztes gemacht? Die Kristallschlucht, den Kristallgletscher haben wir gemacht. Jetzt bin ich am Überlegen, wir hatten jetzt ja noch, glaube ich, hatten wir noch? Ne, wir konnten jetzt, glaube ich, den Boss machen, ja genau. Ich habe mich gerade erinnert, wir können jetzt wieder den Boss machen. Ja, stimmt. Wir gehen jetzt hier in den Bosskampf. Aber ich glaube, bevor wir in den Bosskampf gehen, weil das ja uns weiterführt, hatten wir, glaube ich, hier noch eine Eisstrecke, ne? Wenn ich mich nicht irre, hatten wir dann noch eine Eisstrecke. Und eine Eisstrecke ist eine Flugstrecke. War das hier? War das... Nee, das war die schattige Oase. Da war hier die Eisstrecke. Da waren wir nämlich noch gar nicht drinne gewesen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hinein. Das letzte Mal fliegen hat so gut funktioniert, deswegen bin ich motiviert drauf. Vielleicht werde ich es bereuen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Nee, nicht die Dinger, okay. Ich muss, das erste Mal ist natürlich immer gucken, ne? Ja. Ja. Das erste Mal ist immer ein bisschen orientieren, ein bisschen gucken, was ist zu tun, was muss ich tun, was muss ich machen. Kriege ich nicht hoch. Ah, okay, da unten muss ich dann die Dinger. Kann ich sie eigentlich auch einfach umrennen? Ja, ne? Ich meine, im Endeffekt ist es doch eigentlich dasselbe. Wenn ich denn mal richtig steuern könnte. Ja, könnte man auch umrennen. Muss ich diese komischen... Ja, weiß ich nicht, umhauen. Und diese Seeschlangen. Okay, das sollte ja alles hoffentlich kein Problem sein. Gucken wir es nur schon mal ein bisschen an, ne? Also... Wie gesagt, das ist eigentlich nur gucken und nicht anfassen. Gut, die Seeschlangen haben wir. Ah, ah. Die Seeschlangen haben wir schon mal. Die Tore haben wir auch. Oh, die müssen wir... Okay, ach so, müssen wir gar nicht die unteren... Müssen wir auch die zerstören? Nee. Okay, wir müssen nicht die... Okay. Wir haben schon zwei geschafft, also... Ja, nicht gut. Es fehlt gerade echt nicht mehr viel, so furchtbar. Ich fliege erstmal hier die Runde. Ich weiß nicht, ob das intelligenter ist oder so, aber... Ich fliege erstmal meine Trödelrunde hier. Das, was mir in die Quere kommt, können wir ja schon mitnehmen. Wo ist denn das letzte Türchen? Wo ist denn... Ach, da. So romantisch. Shit. Ja. Ja, der eine sind wir leider dran vorbei. Das Durcheinander hat aber eigentlich ganz gut funktioniert. Müssen nur die machen. Sind noch welche? Oder sind die an anderer Ort und... Okay, ich glaube, sie sind an anderen Ort und Stelle. Okay, vier sind hier. Und vier waren da hinten. Gibt's nicht. Hitbox. Jetzt aber noch mal sehen, wo die anderen sind. Die anderen
Fliegelheinsels. Kann ich nicht so gut treffen irgendwie. Da habe ich Probleme mit. Ich habe die anderen Fliegerheinzel noch gar nicht gefunden. Wo sind die denn? Hey! Oh, Hitbox! Oh, manchmal ist die Hitbox aber auch wirklich behindert. Wo sind denn die anderen Fliegetypen? Oder zählen die da unten mit als Fliegetypen? Ich glaube, die da unten... Ich glaube, 4 oben und 4 unten. Ich glaube, so ist das. Achso. Also wir müssen 4 oben, 4 unten machen. Und wenn ich nur die unteren nehme? Fallen die oberen nicht runter, ne? Nee. Dann fallen die unteren nicht runter. Okay. Hä? Was ist passiert? Ich weiß gerade nicht, was passiert ist. Hat irgendwie aufgehört zu fliegen. Weiß nicht warum. Ein Bug. Eiskunstläufer. GG easy, Alter. Fertig. Geil. Das war easy. Okay, die Fluglevel scheinen hier wesentlich einfacher zu sein als im ersten Teil. Jetzt müssen wir nur noch die Sonderbeauftragung finden, die, glaube ich, bestimmt hier drin ist, oder? Ja, ich kann ja hier gar nicht schwimmen. Gewinner. Nein, hier müsste ja irgendwo noch so eine Kugel sein. Okay, das war echt ein... Okay, das lief gut, ne? Okay, es gab nachher so viel Zeit, dadurch, dass wir die Schneeläufer und alles so nah beieinander waren, haben wir... Okay, höher können wir nicht. Haben wir halt wirklich Glück gehabt. Hier gibt es auch bestimmt eine Kugel, oder? Es gab bis jetzt im jeden Level so eine Kugel. Da hinten ist noch ein Turm. Also ich sehe jetzt hier auf Anhieb echt gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es doch nicht sagen, ob hier überhaupt so eine Kugel existiert. Ich bin zwar der Meinung, ja, weil in jedem Fluglevel war jetzt so eine Kugel. Aber hier sehe ich absolut gar keine. Naja, gut. Na gut, scheinbar nicht. Ich weiß nicht, steht irgendwo 100%? Weiß ich nicht. Und da stand ja nichts was von 100%. Ich weiß es nicht. Ich habe da keine gesehen. Vielleicht beim Rausgehen, dass da steht, dass da sonst noch eine Kugel fehlt oder so.
Sieht aber nicht danach aus, sonst würde uns das doch angezeigt werden, oder? Vielleicht ist da ja, vielleicht ist das ja auch einfach, weil es zwei Fluglevel hier in diesen... Vielleicht ist es da ja auch einfach nicht. Na gut. Gulp. Endboss. Oder Boss. Es ist ja kein Endboss, es ist ein Boss. Endlich ist Avala unser. Du verdienst eine Belohnung. Was ist denn, Junge? Oh, die Fee. Ja, bitte. Das war mein Umhang. Drache, du gehst mir langsam echt auf die Nerven. Sag tschüss, Fackelatem. Geil. Es ist Zeit. Gulp. Alter, was hat der denn da für Laser? Alter, der hat voll die Laser. Tschu, tschu, tschu. Ich bin Gulp. Da bin ich mal gespannt, wie der jetzt ist. Der erste war ja, den habe ich vergessen, den Namen, war eigentlich relativ einfach. Gulp, mach ihn fertig und du kriegst so viele Feen, wie du essen kannst. Das werde ich genießen. Okay. Okay, warte, das sind Eier. Okay. Ja, ich hab aus Versehen Feuer gedrückt und nicht. So geht das. Der Typ ist so Laser, ey. Der hat mir das genau im Lauf geschmissen, der Wackel. Ich sollte nicht in Nähe der Bombe laufen. Wir gucken... Alter, wo bin ich gegengelaufen? Das ist fies, der schießt mir das genau in den Lauf. Der weiß irgendwie genau, wo ich langlaufe. Okay, nein. Ah. Okay, okay, okay. Wir müssen natürlich erstmal herausfinden. Das ist das erste Mal, dass wir bei einem Boss gestorben sind. Aber wir müssen gucken. Okay, einmal die Fässer auf ihn schleudern. Eine Bombe anzünden und was auf ihn rotzen. Jetzt kommen die Bomben. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Au, Hilfe. So, jetzt kommen die Raketen. Die müssen wir wieder spucken. Das ist fies, der schießt mir das in den Lauf rein. Das Beste ist stehen bleiben eigentlich. Täuschen? Keine Ahnung. Der war close. Mist! Alter, das mit in den Lauf ist echt fies. Wo ist denn das? Kriege ich auch irgendwas, oder? Ja, so weniger. Konzentration.
explodiert nicht, oder? Doch! Die war angezündet. Habe ich nicht gesehen. Am geilsten sind die Raketen. Au, da war ein Ei. Au, warum? Hä, wie? Hä? Was ist? Okay, irgendwas cheatet hier gerade. Irgendwas cheatet hier gerade hart. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, hä? Wie haben wir denn jetzt auf einmal 5 Trefferpunkte kassiert? Mit einmal. Schon müssen wir uns erst bewegen. Also da ist er... Das war jetzt ein bisschen eigenartig. Könnt ihr das auch fallen lassen oder wollt ihr hier nur auf Schnitzelsalat machen? Jetzt geht er wieder in die Mitte und schießt. Verstehe ich schon wieder nicht. Ich bin zu doof für das Spiel. Keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wann wir den Treffer erleiden. Entweder wirklich bleiben diese grünen Kugeln länger. Es wäre schön, wenn sie mal Hühner runterschmeißen würden. Jetzt haben sie auch genügend Hühner mal runter. Die Hühner müssen weg, die heilen ihn. Also schnellen Richtungswechsel ist nicht so sein Ding. Okay, ich kann die nicht ausweichen. Game sucked. Schon wieder, wie trifft er uns denn so? Das ist nicht ein bisschen zu random, wenn er uns so trifft? Guck mal, jetzt hat er uns auch nicht... Hä, ich verstehe es nicht. Ich rall den nicht. Ich rall das nicht. Ich rall das nicht, ab wann er uns trifft. Ja, das war mein Fehler, weil er eine Wand war. Das blöde Kamera drehen, ey, das geht mir auf den Zippel. Ich kann da nichts gegen tun. Ich kann nichts gegen den tun. Ich kann nicht gegen den gewinnen. You can't win this game. You can't.
verstehe es nicht, wie er mich... Ich reihe das nicht. Kann mir irgendjemand erklären, wie ich das ausweichen soll? Wenn er das macht? Ich hätte da echt gerne eine Erklärung. Eine ganz, ganz große Erklärung hätte ich da echt gerne. Und die kommen halt auch einfach nicht mit ihren Dingern an. Die kommen halt auch nicht an. Die fliegen halt irgendwo und wichsen sich hart ein. Und ich muss dann da hin und her laufen. Das ist scheiße. Die müssten mal ein bisschen mehr Goodies bringen. Das bringt ja nichts, wenn die keine Goodies bringen. Die müssen sie... Und den Treffer, den verstehe ich nicht. Ich laufe weg, aber er fliegt mir hinterher. Das ist das... Schon wieder. Er ist mir einfach hinterher geflogen. Ich verstehe das Spiel nicht. Okay, ich reihe dieses Spiel nicht. Ich reihe den Boss nicht. Entweder bin ich zu doof, den zu verstehen oder so, oder irgendwas ist da nicht so ganz richtig. Ich meine, das habe ich ja schon... Aber wie er, wenn er uns anfliegt, weil er so toll hüpfen kann, ist natürlich ein bisschen quatschig. Okay, das bleibt länger. Okay, ja, töte mich. Ganz ehrlich, töte mich. Töte mich und deine Mutter und... Läuft richtig, ne? Läuft richtig gut. Mit diesen Bomben. Richtig gut gemacht. Die Hitboxen sind einfach schön. Okay, eigentlich wollte ich, dass du das schluckst, aber vielleicht bist du nicht so der Schlucker. Wir sehen, er ist schon wieder hinterher geflogen. Hat er uns erwischt? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ja. Ich weiß es. Ich bin mir nicht sicher. Schießt er mir überhaupt hinterher oder kommt mir das nur so vor? Shit. Oder schießt er random? Hat er uns erwischt? Nee. Hat er? Nee. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er uns da wieder erwischt hätte. Mist. Habe ich die Entfernung zu beschissen eingeschätzt. Gut. Und jetzt werden wir behindert. Schluck die Rakete. Jüngchen, nicht nur Spaziergeh-Simulator draus machen. Man muss ja genau zielen bei ihm. Sonst triffst du. Ich verstehe das nicht. Warum schießt er das Ding da nicht ganz hin? Mann, das regt mich auf. Ganz schlimm regt mich das auf. Schon wieder hat er uns irgendwie erwischt, obwohl ich laufe. Ich laufe, aber er trifft. Ich laufe, aber er trifft. Ganz ehrlich. Letzter Versuch. Ich habe da keine Lust zu. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich ralle es nicht.